Hey ho, YouTube. Mein Name ist John Cena. Und Moment. Nochmal. Ja. Hey ho, YouTube. Mein Name ist John Cena. Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt muss ich die Begrüßung zweimal machen, weil ich abgefuckt habe. Ja. Oh Gott. So, ich bin... Ich habe immer eine kurze Regenerationspause gemacht, damit ich mich erholen konnte, weil ich hatte eine böse Krankheit am Fuß. Und eigentlich keine Krankheit, es ist eher Entzündung. Entzündung. Ja, jetzt ist Gott sei Dank alles gut. Ja. Wir sind heute wieder in einer weiteren Challenge da, und zwar spielen wir heute die Challenge von Jean Luc Meyer, Name Pro-Man. Okay, ich werde jetzt Pro-Man. Ja, und die Challenge ist eigentlich etwas interessant, weil sie quasi nur Golden Freddy auf seiner höchsten Schwierigkeit beinhaltet, und Golden Freddy ist nervig. Ich weiß nicht, eigentlich nicht mehr, was man bei dem tun muss, wenn er im Gang ist. Ich weiß nicht, ob man den anleuchten muss. Ich weiß nicht, was Gott will. Ich weiß nicht, was ich überhaupt hier mache. Ich spiele einfach mal die Nacht durch. Ich warte immer noch auf einen Lustigen, der mir eine Challenge zusendet, die ungefähr so aussieht wie: stell alles auf Null und mach die Nacht durch. Auf so eine Challenge warte ich. Warum überprüfe ich die Luftschächte eigentlich? Warum überprüfe ich die Luftschächte? Okay, abgewehrt. Warum kommt jetzt diese krasse Musik? Ach, Foxy. Du hast ja auch so gedacht. Komm, ich bin aus, aber ich komme trotzdem mal her. Du kranker Bastard. Ich werde heute richtiger Pro, Mann. Ihr werdet bald auf meinem Kanal lesen können: Crash the Gamer, aka Etienne, aka Pro, Mann. Ich werde richtig stolz auf den Titel sein. Und meine Maus macht gerade verrückte Spielchen, die ich eigentlich nicht will. Nachtwächter hier alleine. Keine 20 Animatronics wollen mich jagen, sondern ein fucking Ghost. Oh, stimmt. Sorry, Fox, ich hab dich vergessen. Oh Gott, diese Challenge ist so schwer. Ich spüre die Schwierigkeit schon. Sie ist schwierig und meine Batterie wird leer gehen. Das weiß ich. Weil ich Pro-Mann bin. Dieser Challenge-Name ist so genial. Ich feiere ihn. So könnt ihr nicht solche coolen Challenge-Namen machen. Warum rede ich eigentlich mit der Kamera? Warum verschwende ich mein Leben mit Musikbox und Foxy und Leuchten und Pro-Mann? Warum feiere ich diesen Namen so sehr? Das ergibt keinen Sinn. Warum bin ich stolz auf den Titel Pro-Mann? Was bringt mir dieser Titel Pro-Mann? Und warum erscheint Foxy öfter im Gang als Golden Freddy? Warum bin ich Pro-Mann? Warum bin ich nicht Pro-Mann, wenn ich 5 Animatronics abwehr? Oder 10 auf einmal? Warum bin ich Pro-Mann, wenn ich Golden Freddy abwehr? Ich habe wirklich Schiss, dass ich von dem gejumpscared werde. Weil ich weiß, dass Golden Freddy der verbuggteste Animatronic im Spiel ist.
Oh Foxy, bist du hier, um dem Pro-Mann Hallo zu sagen, der schon die halbe Nacht mit Pros und Pro-Männern verbracht? Ich sollte auch verdammt Pro-Mann zu sagen, das bringt mich mal zum Lachen und zum Heulen manchmal auch. Wow, dieses Video wird so spannend. Ich habe gedacht, die Challenge wird etwas interessanter, aber alles, worauf ihr hoffen könnt, ist, dass ich irgendwas Witziges rede. Und wenn ihr wollt, dass ich weiter Pro-Mann werde, müsst ihr so weitere Pro-Mann-Challenges zusenden. Weil ich bin ja Pro-Mann. Und ich werde noch Pro-Mann. Es sind ja noch 3 Minuten, bis ich Pro-Mann werde. In Hoffnung, dass ich nicht abfacke. Wenn ich es schaffe, 3 Minuten nicht abzufacken, dann werde ich heute noch der Pro-Mann. Dürft mir dann in die Kommentare schreiben, wie Pro-Mann ich geworden bin durch diese Challenge. Dieser Jean-Look, oder Jean, ich weiß nicht mehr, wie du hießt. Dieser Challenge-Name ist so genial. Du bist ein richtiges Genie. Du müsstest eine Auszeichnung für diesen Challenge-Namen bekommen. Ich rede ununterbrochen und vergesse dabei, dass ich ein Horrorspiel spiele. Nice! Aber manchmal muss man eben solche Dinge tun wie Pro-Mann sein. Jetzt wisst ihr, wie ihr in FNAF 2 Pro-Mann werdet. Einfach Golden Freddy auf 20 stellen und euch mit Foxy und der Kamera unterhalten. So werdet ihr Pro-Mann. Nur so. Nicht anders. Ich habe aufgehört zu reden, weil ich gerade merke, dass meine Taschenlampe etwas knapp wird. Ich höre doch Foxy, wenn er im Gang ist, aber Golden Freddy kann ja auch einfach mal assi sein. Ich bin ein Pro-Mann. Ich muss Pro-Mann werden, Golden Freddy. Meine Maus hängt gerade an irgendwas fest und ich merke, dass ich meine Maus nicht mehr so gut bewegen kann. Aber ich muss Pro-Mann werden. Ich kann zwar nicht mehr der King von FNAF werden, aber ich kann Pro-Mann werden. Der Titel wird mir gehören. Und den kann mir nicht jemand nehmen. Und ich habe gerade irgendwie Angst. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade fürchte. Gott, das hat mich gerade erschrocken, wie der im Gang war. Wie viele Minuten noch bis... Leute, ich bin Pro-Mann geworden. Ich möchte all meinen Fans danken, dass sie mir diesen Titel gegeben haben. Deswegen feiern wir jetzt Musik ab. Wer mitgetanzt hat, der hat es verdient, ein Pro-Mann-Fan zu sein. Diejenigen, die nicht getanzt haben und mich eher ausgelacht haben, ihr seid auch Pro-Männer. Oh. Ihr habt FNAF vermisst, oder? Sagt, dass ihr FNAF vermisst habt. Ich bin stolz auf mich. Ich gehe jetzt raus und denke über mein Leben nach. Bis zum nächsten Video. Bye, bye!